Dann gehen wir mal durch die Tür, würde ich sagen. Krass. 33 auf 16 Grad. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Grad wir hier in Hamburg haben tatsächlich. Aber es wäre eine gute Frage. Hey! Digga, das war nicht mit Absicht. Und nicht verzeihen Sie mir. Gucken, wie nachtragend die sind. Alter Schwede. Das wird wieder ein richtiger Reichtum hier, ne? Wenn ich hier fertig bin. Hey, Bro. Alter Schwede. Hauptsache, das Ding ist noch an. Sicherheitsaufzeichnungen. Revolution 8, Tag 64. Ende des Protokolls ist der aktuellste Eintrag. Nicht beenden. Und uns verbinden. Das gleiche gilt umgekehrt. Aufgrund der Abringung können wir nichts evakuieren. Den Luftaustausch nicht stoppen. Das Gas im Labor ist übel. Okay. Archivierte Dateien. Bericht des Analyseteams. Planet Freya 3. Lebensfreundliche Atmosphäre. Ja. Analyse. Diese Welt ist ein Albtraum. Sicher. Die ersten Scans stimmen optimistisch. Atemberaubende Atmosphäre. Erdähnliche Gravitation. Erträgliche Temperaturen in den mittleren Breitengraden und ein voll entwickeltes Ökosystem. Vielleicht sogar mit nützlichem organischem Material. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier alles tödlich ist. Die Kataxi sind hochgiftige Fleischfresser. Sie sind nicht nur die sich nicht nur einwühlen können, sondern auch einen nahezu undurchdringlichen Panzer aufweisen. Sie sind die Spitzenprädatoren. Doch auch die Herbivoren sind aggressiv und beschützen ihr Revier. Die Flora verteidigt sich mit unglaublich starken psychotropischen Substanzen. Selbst die Ozeane sind so vergiftet, dass die Schwermetalle und organische Verbindungen einem ohne Schutzanzug die Haut zum Schmelzen bringen. Wollen wir uns hier niederlassen, benötigen wir ein hochmodernes elektrisches
Impulsfeld zur Abschreckung sowie ein Arzt und ein Sicherheitsteam auf Standby, falls irgendein Idiot sich auf einen Spaziergang wagt. Nachberichtigt Kataxi. Die Kataxi scheinen auf Rea 3 die Spitzenprädatoren zu sein. Sie ähneln riesigen, ehrzeitigen Skorpionen und zeichnen sich durch hohe Aggressivität aus. Zudem können sie sich eingraben, weisen einen harten Chitinpanzer auf und sind extrem giftig. In der Wildnis schießen die Kataxi aus ihrem unterirdischen Bau heraus, um über ihre Beute herzufallen, die sie mit ihren hochentwickelten Sinnesorganen gewittert haben. Erstens Scan zufolge erstrecken sich die Kolonien der Kataxi kilometerweit unter der Oberfläche, wo sie in Freyas ausgedehnten Höhlensystemen anderen Kreaturen auflauern. Da die Kataxi ihre Beute durch Vibration aufspüren, sind sie gegen Blitzgranaten immun. Eine starke Störung, wie etwa ein elektrisches Pulsfeld, sollte sie fernhalten. Der Chitinpanzer der Kataxi macht sie hochresistent gegen konventionelle ballistische Waffen. Nach ersten Konfrontationen sind Kryonik-basierte Energiewaffen am ehesten zu empfehlen. Schlägt ein Hinterhalt fehl, setzen Kataxi gegen größere Beute ihr neurotoxisches Gift ein, um außerhalb eines gesicherten Perimeters zu überleben. Sind Schutzanzüge und ausreichendes medizinisches Material entscheidend. Die Kataxi sind extrem gefährlich. Der Kontakt mit ihnen ist um jeden Preis zu vermeiden. Analysedaten herunterladen. Haben wir. Bro. Look at this. Going to take hours to clear this out, assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. Kannst du mir von dem Unfall erzählen? I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tank's rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room. The doors sealed. I was safe. From the gas, the fire, everything. But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed me, I don't know. I don't want to think about it. Okay. Bei Jenny ist es nicht abgekühlt. 22 Grad noch. Aber 22 Grad ist noch aushaltbar, finde ich. 22 Grad ist ja noch angenehm. Besser als 30. wo kommen diese Kreaturen her? They're a native species. We had an electric pulse field to keep them out. The fire took out the generators, damaged the foundation. They just keep coming. Und was passiert, wenn ich die Sonde abschalte? I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. Was hier sieht aus wie eine Sackgasse. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. Okay. Erreiche das Labor. Ja, super. Unwetter hatten wir tatsächlich auch vorhin, aber nur ganz kurz. Wo ihr gerade bei dem Thema seid.
Und wieder was öffnen. Mal gucken. Oh, das Ding sieht aber wenigstens einigermaßen okay aus. So. Den. Und den. Perfekt. Eine Magshot. Ethan? Oh, it's you. You realize you just popped into my locked office. So much for security protocols. Mach bitte einfach die Tür auf. Es scheint in letzter Zeit öfter zu passieren. Ich will zum Herstellungslabor. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah. Let me get the doors for you. Dankeschön, Bro. And done. Is there anything else you need? Überzeugen. Ich brauche etwas, mit dem ich die Kataxi im anderen Universum bekämpfen kann. The Kataxi in the other universe. Aha. Wow. I've got an experimental thing one of the engineers put together. Oh, das klingt gut. But, aber irgendwann klopfe ich dich weich, spare dir die Kopfschmerzen und gib mir einfach, was ich will. Oh my god, you're serious, aren't you? Ja, klar. Schon besser. Können wir nicht einfach dort weitermachen, wo du es mir gibst? Ah, don't shit. Get ahead of yourself. I never agreed to anything. Ja, aber wir finden bestimmt eine Lösung. Sorry, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen, aber ich brauche das wirklich von dir. That's okay. Geil. I hope you know that I am not trying to be difficult either. Alright. Yeah. It's never been field tested. But oils. Okay. Eine Schrotze. Und laut der Direktorin ist diese Forschungsebene abgeriegelt. That's right. Has been since the accident. We can't connect to the control system to override it. The whole system's on a hertz rigger. Cameras spot anyone not in the staff database. They fire off an alarm and all hell breaks loose. Was kannst du mir über die Forschungsebene sagen? Bigger than you'd expect. We've got a particle accelerator, whole lab complex, the high energy research lab. Real state of the art. Can't tell you what a tenth of it actually does. Kannst du mir mehr über Kataxi erzählen? I don't know much personally. Like I said, we haven't seen any around here in years. The original survey team ran across them. You're welcome to read the old logs if you want. Yeah, I'll unlock the terminal for you. Okay, aber das haben wir ja schon gelesen, ne? Archivierte Dateien. Ja, bei dem anderen ist sogar eins mehr drin. Okay. Was ist für eine Waffe, die wir bekommen haben? Ich muss mal gucken. Experiment A7. Okay. Das klingt so widerlich, ne? Boah, dieses Geräusch die ganze Zeit ist echt ekelhaft.
Alter Schwede. Schrotz ist geil. Oh yeah. Alter Schwede. Ist das eine Mission hier gerade, ne? Sowas hatten wir noch nie. Okay, wir sind wieder an dieser Stelle. Verstehe. Ah, ich darf nicht so weit zurückgehen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Denn ich bin voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hoffentlich sind alle wieder. Ich hoffe auch. Hinein ins Weekend Feeling. Okay, wir gehen hoch. Bleibt uns ja anscheinend nichts anderes übrig. Da ist sie. Marias Vorfallbericht. Vorfallbericht. Verfasserin Maria Hughes, leitende Wissenschaftlerin. Datum des Vorfalls, Revolution 8, Tag 64. Zeit des Vorfalls 0:58. Um 21 Uhr an Tag 63 bat mich Chefingenieur Rafael Aguero darum, einen Frequenzkalibrierungstest außer der Reihe an der Sonde durchzuführen, um das früher am Tag vom Forschungsteam festgestellte Interferenzmuster zu analysieren. Darum war er zur Zeit des Vorfalls allein im Labor. Den Daten der Sondensteuerungseinheit zufolge löste das Kalibrierungs,
löste der Kalibrierungstest eine katastrophale Feedbackschleife aus, die das Steuerungssystem des Labors überlud und eine Fehlerkaskade auslöste, darunter die Zerstörung zentraler Sicherheitssysteme, die Explosion von Gastanks sowie ein Einsturz des Labors unbekannten Ausmaßes. Raphael gilt zur jetzigen Zeit als Opfer der Explosion. Der Vorfall löste eine automatische Sicherheitsabriegelung auf der Forschungsebene aus, da ebenfalls unsere Verbindung zum Steuersystem der Forschungsebene abgebrochen ist, konnten wir die Abriegelung nicht aufheben und das Labor nicht betreten. Die Sondensteuerungseinheit lässt erahnen, dass die Sonde zwar beschädigt ist, aber noch funktioniert. Sie weist eine instabile Frequenz außerhalb der vorgesehenen experimentellen Parameter auf. Alle Versuche, sie aus der Ferne abzuschalten, sind gescheitert. Ich nehme die volle Verantwortung für den Vorfall auf mich, darunter den Verlust von Aguero, die Zerstörung unserer Anlagen sowie den irreparablen Schaden an unserem Forschungsprogramm. Ja, doof. Musik für Imgramsch. Ja. Für Maria. Maria, es ist nicht deine Schuld. Ich weiß, wie schwer es ist, einen Kollegen zu verlieren, vor allem einen Freund wie Raff. Wir sind weder Entdecker noch Soldaten. Doch auch unser Gebiet ist nicht ohne Risiken. Und das war ihm bewusst, uns allen. An deinem Test war nichts verkehrt. Und so wie ich Raphael kenne, war er bewusst vorsichtig. Was passiert ist, war ein Unfall. Nimm dir einige Tage frei. Sprich mit Tati, wenn nötig. Aber lass dich nicht unterkriegen. Kaya. Jude Kaya. Die kennen wir nicht. Kaya, haben wir Kaya schon kennengelernt? Ich glaube nicht, oder? Oh, endlich ein paar Bücher. Uns ein paar Notizen machen. Hallo. Ist hier langweilig, oder was? Nein, noch nicht. Den und okay. 200 Digi-Triche wären geil. Yes. What? These makeshift labs are useless. Ja. Maria. What, did you get lost in the hallway? Ich war im anderen Universum blockiert. Sie glaubt uns nicht. Right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Ugh, nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay. It looks safe to approach. Okay. It's a micro distortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. Na klar. Bin das durchgekommen? It's possible. That's what I want to test. If that is what's happening, what does that mean? How many of these distortions are there? All around us, all this time, and we've never noticed. Okay. Ja, wir kennen es ja schon, ne?
Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. Right, stay there. Let me turn the feedback up for a moment. Calibrating to 90, 91. Hier. Melli, dankeschön. Für 50 Bits. Dankeschön, dankeschön. Sondensteuerungseinheit. Rekalibriere die Verzerrung. What happened? Are you all right? Immer. Es hat geklappt. The lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other units. I'd love to take a look at that when this is all over. Total krass. Willst du noch was anderes testen? No, we still don't understand what we're dealing with here. If we found something that works, let's not press our luck. Ja, you schon. May want to practice shifting just to make sure this works reliably. Closer to the distortion, conditions may be less stable, if that's possible. Okay, na gut, Zeit. Ein anonymes Gifter verschenkt ein Abo. Dankeschön für den Gifter-Zap. Danke. Sag mir einfach, was ich tun muss. Na gut, Zeit, das hier abzuschalten. Right. If you can get down to the research level, you need to make your way to the high-energy research lab. Disengage the power interlocks. Then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. Ach, it really is just down the hall. Ja, es ist nur den Flur runter. Schon bin ich die falsche Richtung gegangen. sehr geil. So, wir müssen hier lang. Aber erstmal sammeln wir noch mal ein bisschen Mist ein. Freunde, ich weiß nicht warum. Oh, wer ist das denn? Weiß ich nicht. Aber er ist ein Wohltäter, würde ich sagen. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Well then. All set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after jetzt everything he put you through. Was geht Before ab, Jenny? You go, there is one other thing we should discuss. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. Es ist ein Geist. Es ist ein anonymer Verschenker. Ich werde festsetzen, wo ich bin. Das kann man nicht wissen. Los mir. Nishina is a closed system. Two potential states held in tension. When you shut down the experiment, that oh, tension will resolve. Das ist paranormal. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Darf ich da ein paar Fragen stellen? Ja. Of course. Okay. was wird mit dem anderen Universum passieren? I don't know. I'm not sure it's possible to know. It may cease to exist. Tut mir leid, es ist mein Geist. It was one possible universe, but not what actually Geist? Happened. We or Raphael actually did die months ago. Or it may remain real, just not in your universe. Or in some quantum sense, perhaps you make both choices and both outcomes will be real. Welcome to quantum mechanics. Ha!
Okay, ich vermute etwas. Jenny, ich vermute etwas. Was ist mit allem, was außerhalb von Nishina Nishina ist? Nothing can change. Ist das dein Mann? If the universe was other than it was, you would not be here to make this choice. What you choose will be what happened in your universe, the universe that brought you to this point. Was denkst du, was ich tun sollte? If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. 30 people. People with families, careers, futures ahead of them. In this universe. Und natürlich Dankeschön, Anonymous Gifter. Für den Giftezap. Es geht nicht anders. Not that I can see. Okay. Have you reached a decision? Ich will Raphael sein. Universum braucht meine Hilfe mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung. You don't have to decide now. But when the time comes, please keep them in mind. Now, it's nee, time you're nicht. Going. Glaubst du nicht? With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan? Unlock the elevator lobby, please. Ma'am? Research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Beschaffe Vorräte. Alter. Wir nehmen mit, wir nehmen alles mit. War das? Dani war das? Hast du dir einen zweiten Account gemacht oder was veranstaltest du da? Jenny Dineman hätte was gesagt? Sicher? Oh, Vorräte. Tatiana Barakova, station's doctor. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. Ah, so. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. If there's anything else you need, ask. Oh, das ist doch nett. Tagebuch geben. Ich finde, du solltest das hier, dir das hier ansehen. My journal? Have you been in my quarters? Who do you think you are? The director may have given you run of this station, but I... Wait. 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 What is this? What? This entry. It's mine, but... I didn't write Dani this. Ist unser Geist. Scorch marks. God. Ja, deine eine Entschuldigung wäre angebracht. Ich dachte mir, dass du das vielleicht haben möchtest. Ja. Yes. Thank you. I can spare a few more supplies. Oh. And I'll give you a break on anything else you need.
Was hast du für ein Problem? Excuse me? Perhaps you'd care to try a dead-end medical post on some godforsaken planet in the middle of nowhere, huh? 6 year surgical residency, and I spend my days treating paper cuts and hurt feelings for a bunch of mathematicians. Jenny ist sich ganz sicher. Okay, sehr gut. Ich brauche Hilfe, Doc. You won't even need a bandage for that. Aber, okay. All right. Auch medizinisches Material. Oh, das finde ich gut. Was hast du denn? Nichts, was ich brauche. Okay. Ist eine drin, okay. Yeah. Hat ja gut funktioniert. Yay. Meine liebenswürdigen Schlösser hier. Die alle total für den Arsch sind, ey. Die Dietriche. Auch totaler Scheiß hier. Echt, also. Schmeiß weg! So, dann haben wir den. 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 Verschlossen hier. Eieiei. Ganze Schnaps hier, weißt du? Und unten ist bestimmt noch mehr. Ich kenne euch Doktoren doch, Mensch. Diese Ärzte hier, weißt du? Alle nur am Sübbeln hier. Echt. Super. Oder einen umsonst noch mal rausgeschmissen. Und ich war so gute Hoffnung. So, den. 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 Und den. Dr. Barakovas Tagebuch. Dieses Slate enthält Dr. Barakovas. Achso, das haben wir schon gelesen. Allerdings mit einem weiteren Eintrag, wenn ich mich irre. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in diese Richtung.
anscheinend bringt uns das nicht viel. Ich glaube, wir müssen den da unten schon nehmen. Okay. Das ist die heftigste Anomalie, die wir jemals hatten. Das heftigste Artefakt meine ich. Touch the equipment. Bro. Need something? No. Das wird uns richtig Kohle bringen, der ganze Mist hier, ne? Watch yourself. Okay? Hello? Hello? Hier riecht es gerade, als würde hier jemand rauchen. Ich bin gespannt. Warum ist hier eigentlich so viel zu öffnen?
Silber. Hm. Wir fliegen aber auch Viecher rum.